Willkommen zurück zu Pokémon Pearl, meine lieben Freunde. Wir befinden uns immer noch auf der Eiseninsel und sind dabei, unser Berg mit Essen zu besteigen. Nein, hier mit Urs zu trainieren. Da muss ich dir wohl zustimmen. Ja. Ja, Leute, die hier trainieren, wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Hallo? Ja, ich meine, ein bisschen selbst, das muss sein. Ich meine, du bist wie lange hier? Seit zwei Parts? Ich bin jetzt zum dritten, na und? Pathetic. Du trainierst hier auch. Ja, ich diss mich auch selbst. Was geht mit dir, Urs? Aber ja, genau der Grund, warum mir das letzte Mal die Namen von der zweiten Trainerin nicht eingefallen ist, ist, weil sie sich sehr anhören. Raisa und Orisa waren bisher mit uns trainieren. Und wie gesagt, die Namen hören sich sau ähnlich an, von daher keine große Überraschung, dass ich nicht wirklich dran gedacht habe, wie die einzelnen Namen heißen. Aber ja, wie gesagt, es gibt insgesamt fünf, die mit uns mitgehen. Und Urs ist der dritte und tatsächlich auch der letzte während der Hauptstory. Von daher, und was er hat, wir werden noch früh genug sehen, was für ein Pokémon er besitzt. Es wird definitiv positiv. Positiv hingegen ist, dass dies der Raum ist, in welchem Stalos vorkommt. Also, wer ein Stalos fangen möchte, das ist genau der Raum, den er betreten möchte. Und das dritte Untergeschoss geht auch noch, aber soweit ist man hier eigentlich ziemlich gut aufgehoben. Hola, Ladio! Ja, ich hole ja schon das Ladio. Eigentlich tut es auch ein einfaches Hallo, wenn du hier oben an einer Person vorbeimarschierst. Oh, da. Und das hier sind nicht die Berge. Nein, es ist eigentlich nicht. Deswegen wundert mich, dass dieser andere Wanderer da vorher gesagt hat, dass er irgendwie jeden Berg hochsteigt. Das macht nämlich ziemlich wenig Sinn. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie laufe ich. Ich glaube, ich gehe tatsächlich hier am besten. Weil das ist, wie gesagt, ein relativ großer Abschnitt. Und der gute Urs benutzt ein Lucario. Figures. Lucario ist eben ein Pokémon, was sehr, sehr gut gegen Onix funktioniert. Deswegen benutze ich hier mal. Okay, ich hatte jetzt gerade mit Metallklaue gerechnet. Da wirst du das Onix nicht erledigen können, Urs. Das war nicht dein cleverster Move ever, möchte ich mal anmerken. Ich dachte irgendwie, du würdest jetzt Kraftwelle oder so einsetzen. Dann hättest du es wahrscheinlich erledigt, aber ja. So brauchen wir, können wir lang drauf warten. Genauso wie ich auch Steinkante. 10 Level noch. 10 Level. Ich bin echt am Überlegen, ob das heute noch, ob ich das noch erleben werde, dass das kommt. Ich meine, ich würde ja, wie gesagt, relativ gerne tatsächlich diese Attacken haben, aber ja, es funktioniert einfach nicht so richtig. Oder bessere Attacken. Risiko-Tackle wäre auch eine Option. Aber ach, ich weiß nicht. Ich muss mir nochmal Gedanken machen. Wie gesagt, ich brauche eigentlich keine Normalattacke bei einem Gestein-Pokémon. Von daher, und ich würde jetzt gerne dieses Goldbein erledigen. Ich meine, der einzige Grund, warum ich mich so lange bei diesem Ding aufhalte, ist, weil ich es schon vorgeschwächt habe und den Job jetzt gerne auch erledigen würde. Gut, dankeschön. Ich bräuchte echt was, was sowohl Psycho als auch Bodenattacken kann. Aber was für Pokémon gibt es schon, die Psycho- und Bodenattacken drauf haben? So, auf jeden Fall Level 40. Damit bin ich doch sehr zufrieden. Und wie gesagt, ich begebe mich jetzt erstmal hier hin. Und versuche da so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Wobei ich jetzt anfangen will, vor den wilden Pokémon zu flüchten. Training hin und her. Ich nehme das Training gerne mit, aber sofern Golbats da sind, ist das mir mit Walzer einfach zu großer Aufwand tatsächlich. Ich bin gerade ernst mal überlegen, weil Walzer geht mir in letzter Zeit wirklich extrem auf die Nerven. Gibt es da nicht was Besseres? Felsgrab habe ich. 50 Stärke, aber halt nur 80 Genauigkeit. Ich werfe mal kurz einen Blick auf alles. Es müsste halt eine Gesteinsattacke sein. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich noch Felsgrab. Ja. Ja.
Gut, ich hab keine Alternative, wie man deutlich sieht. Von daher, wie gesagt, alles, was Golbats beinhaltet. Oh, werde ich flüchten? Das allerdings, dem stelle ich mich gerne. Stalos und Georok. Downside ist halt, ich bringe das Lucario definitiv um, sobald ich mit Erdbeben angreife. Aber hey, ich meine, der soll zufrieden sein über das, was man bekommt. Warum hast du Stalos nicht angegriffen? Stalos ist irgendwie die größere Bedrohung von beiden. Wenn es dir aufgefallen ist. Gut, das ist zwar schön, aber Stalos ist nach wie vor die größere Bedrohung von beiden. Ich weiß nicht, ob ein Erdbeben für Stalos ausreichen wird. Stalos ist physisch, defensiv ein Monster. Gut, du bist sowieso tot, also von daher tschüss. Aber es war jetzt nicht mein primäres Ziel, das Lucario von Urs zu töten. Von daher gehen wir zu euch weiter. Ja, dachte ich mir. Urs, du hast es versaut. Du hast das falsche Pokémon angegriffen. Ja gut, du hast damit mit dem Leben bestraft. Also von daher nehme ich an, ich sollte dich jetzt nicht allzu sehr dissen. Geht daneben. Ja, das kenne ich. Slam macht das unheimlich gerne. Einfach so daneben gehen. Ja. Habe ich definitiv schon selbst diese Erfahrung gemacht. So. Wunderschön. Muss ich nur erstmal selbst überlegen. Gibt's hier was? Okay, hier gibt's gerade nichts. So, ich muss gerade einen ganz kurzen Schnitt setzen. Wir sehen uns hier dann gleich an Ort und Stelle wieder. So, da bin ich wieder. Wow, ich konnte einen ganzen Schritt gehen. Wuhu. Und ich dachte mir, dass ich vielleicht mal, während wir hier unten immer noch feststecken, ein bisschen über die Honigbäume rede. Da bin ich nämlich noch gar nicht dazu gekommen, näher darauf einzugehen, wie die Honigbäume eigentlich funktionieren. Also, es gibt insgesamt 21 Honigbäume, die in der Sinnoh-Region verteilt sind an unterschiedlichen Orten. Davon sind 17 Honigbäume normal und 4 Honigbäume sind gut. Das ist ähnlich wie in Heartgold und Soulsilver mit den Kopfnussbäumen. Es gibt jedoch einen Haken daran, nämlich dass man weiß, woher nicht und kann nie wissen, wo die 17 normalen Bäume sind und wo die 4 guten. Es wird nämlich zu Spielbeginn festgelegt. Man kann es einigermaßen im Ausschlussverfahren erledigen. Wenn jedes dritte Pokémon ein Baumpel oder ein Palnekon Shaloko ist, ist es wahrscheinlich ein normaler Baum. Und wenn jedes dritte ein Wartribi ist, kann man relativ gut davon ausgehen, dass es ein guter Baum ist. Warum werde ich gleich erläutern, denn es ist tatsächlich relativ wichtig zu wissen, in welche Kategorie diese Bäume sind. Das erste, was man wissen sollte, was das angeht, ist, dass es sozusagen 3 Kategorien gibt. Die erste Gruppe ist die häufiger bei den normalen Bäumen vorkommt. In der ersten Gruppe befinden sich Baumpel zu etwa 40%, Shaloko und Panekon zu 20%, genauso wie Wartribi, Bumi zu 10% und Kigugi und Griffel zu je 5%. So, Moment, jetzt habe ich langsam ein bisschen Schiss. Ich hasse diese Golbats. Ich meine, ich bin gerade in einem wilden Pokémon-Kampf und der einzige Grund, warum diese Golbat nicht tot ist, weil ich nicht flüchten kann. Und weißt du was? Dann kämpfen wir halt. Erledige dieses Ding und ich erledige das Golbat. Meinetwegen, wenn ihr mich nicht flüchten lasst, obwohl ich 9 Level über euch bin. Gut, die Selbstinitiative, aber trotzdem. Aber das ist in der ersten Gruppe. In der zweiten Gruppe gibt es genau die gleichen Wahrscheinlichkeiten, nur mit anderen Pokémon. Statt Wartribi eben statt Baumpel eben Wartribi zu 40%. Statt Shaloko und Wartribi Burmi und Kikugi zu 20%, statt Burmi Griffel zu 10% und statt Kikugi und Griffel Scaraborn und Baumpel zu 5%. Also ihr seht, im Prinzip ist die Verteilung nicht arg viel anders. Die Pokémon sind nicht arg viel anders, die Verteilung ist aber anders. Deswegen unterteilt man es in 2 Gruppen. Und die dritte Gruppe ist Mamfaxo. Und ich habe schon dafür gesagt, Mamfaxo ist auch selten. Mamfaxo taucht eigentlich nicht auf.
Auf den normalen Bäumen hat man Fax so gar keine Chance aufzutauchen, sondern nur auf 4 Bäumen kann man Fax so überhaupt auftauchen und auch dort zählt es in der dritten Gruppe so mit etwa 1% Chance. Also von daher, ihr merkt schon, es ist oder diese Art von Pokémon zu fangen ist schwierig. Doch auch da gibt es tatsächlich Möglichkeiten. Weil ihr schaut, wie stark der Baum wackelt. Wenn der Baum gar nicht wackelt, hat man die Chance, und das bezieht sich jetzt auf die guten Bäume, wenn eben diese 4, die es gibt, wie gesagt, da die Verteilung relativ eindeutig pro Vatri, oder die Verteilung bei den guten Bäumen eindeutig in pro Vatri-Bi geht, nämlich 40% für ein Vatri-Bi. Und eben bei den normalen Bäumen 40% für ein Wurmple ist, kann man wie gesagt sagen, etwa wenn man jedes Pokémon dreimal hat, wenn jedes dritte Pokémon dieses entweder ein Wurmple oder ein Wurmple ist, kann man relativ sicher sagen, auf welchem Baum man sich befindet. So, Jesus Christus, war das jetzt so schwierig? Scheinbar ja. Oh Gott, ein Pelipper, ich werde ihn sowas von rausholen, ich scherze hier gar nicht groß rum, weil ansonsten dieses Ding kann mich komplett umbringen. Genau, wenn man eben diese, wie gesagt, 4 guten Bäume gefunden hat und es nicht wackelt, hat man die Chance auf 20%, dass ein Pokémon der Gruppe 1 da ist, zu 1%, dass eins der Gruppe 2 da ist und zu 1%, dass einer von meinem Faxo da ist. Wenn es jedoch Wackelstufe 1 hat, das bedeutet, dass es normal wackelt. Und es ist schwierig zu beschreiben, aber sie wackeln unterschiedlich intensiv. Aber eine Chance von 59% auf ein Pokémon der Gruppe 1, auf 20% auf ein Pokémon der Gruppe 2 und will immer noch auf 1% von meinem Faxo. Wenn man Wackelstufe 2 hat, also es richtig heftig wackelt, dann hat man 20% Chance auf ein Pokémon der Gruppe 1, 45% Gruppe 2 und 5% auf Stufe 3. Und dann gibt es noch ein mega heftiges Wackeln. Das ist Wackelstufe 3. Und wenn man das hat, aber 93% Chance auf Mamfaxo. Und ja, damit hat man es eigentlich relativ sicher, würde ich sagen. Aber, eben nur zu 93%. Oh Gott, chill, du gestörtes Bojelin. Nein, Pelipper, du Aloch. Oh, scheiße. Und was machst du eigentlich, Lucario? Kannst du vielleicht mal aufhören, blöd rumzustehen und dein Heilzeichen zu zeigen? Das sieht nämlich genauso aus. Mach mal nicht ruckzuck hier. Nicht ruckzuck hier. Ah! Ja, nee, schau mal, wie viel er mir abzieht. Super, jetzt ist meine Verteidigung auch noch gesunken. Do something, Lucario. Do something. Nicht einfach nur Ruckzuck-Keep einsetzen. Das bringt Scheiß. So, ich werde jetzt hoffentlich... Oh, er ist tot. Er ist einfach tot. Scheiße. Ja. Es hat nämlich ein wildes Wesen, was den Spezialangriff steigert. Ich habe jetzt nicht die genauen DVs aufgeschrieben, das habe ich jetzt leider gerade vergessen. Werde ich nachholen, versprochen. Denn die sind eigentlich ganz ausgeglichen, muss ich wirklich sagen.
dreckigste Bojelin aller Zeiten, ey. Ja, okay, das mit Edelweiß hat sich erledigt. Mein Pflanzen-Pokémon verlässt mein Team. Ich habe unglaublich viel Mühe in dieses Pokémon gesteckt. Ich kann wirklich schwer beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Das ist einfach nur richtig scheiße. Und ich kann nichts gegen dieses gestörte Bojelin machen. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Oh. Wenigstens hat Lucario diesmal was gemacht, anstatt Ruckzuckhieb einzusetzen. Das hat wahrscheinlich was Produktives gemacht. Und jetzt bin ich schneller. Ich bin schneller als Bojelin. Ich bin schneller als Bojelin. Ich bin nicht schneller als Bojelin. Okay, gut, Eissan. Ist mir so ziemlich das Egalste, was überhaupt mir passieren kann. Aber du wirst in der Hölle schmoren. In der Hölle. Bei Wasser und Feuer. Ja, richtig. Du wirst nicht mal Brot kriegen, du wirst Feuer zum Essen kriegen. Oh, dieses Mistteil. Sorry für den Verbalausbruch. Jetzt hoffe ich, dass ich einigermaßen wieder in die Gänge komme. Aber das war wirklich, das war absolute Zerstörung. Das war keinster Art und Weise mehr lustig. So, was mache ich jetzt? Ich setze Surfer ein. Warum Surfer? Wollte ich gerade sagen, dieses Ding wird wahrscheinlich hier wieder Schutzschild einsetzen. Und genau, so kann ich wenigstens Alpollo erledigen. Das ist ganz gut, dass Lucario hier mit mir an einem Strang zieht. Genau. Jetzt können wir... Wow, Empoleon, du bist ganz schön langsam, weißt du das, Kollege? Aber ja, jetzt wisst ihr in etwa, wie ihr Honigbäume finden könnt. Und wie gesagt, bei den normalen Honigbäumen hat man sowieso 0% Chance. Achso, stimmt, in dieser Generation trifft ihr Surfer schon meinen Partner. In der dritten Generation noch nicht, aber... Gut, dann ist Lucario jetzt eben weg. Da kann man nichts machen. Hast du noch ein Pokémon, Urs? Ich glaube nicht, aber schauen wir gleich mal. Okay, wenigstens Level 39. Wenigstens so etwas wie ein Erfolg hier. Auch wenn ich Whirlpool nicht erlernen möchte. Nein, danke. Okay, gut. Die Trainer von dem einen Pokémon sind erledigt. Pelipper macht das, was es am besten kann, nämlich mich zu nerven. Daran ist Pelipper ausgezeichnet, aber wenigstens habe ich nicht so einen Hass auf das Ding wie auf Bojelin. Von daher Silver Lining. Ja, es ist wirklich schade. Ich habe unglaublich viel Mühe in Edelweiß gesteckt. Und ich hätte nur noch bis Level 46 überleben müssen, hätte ich Synthese gehabt. Dann hätte ich in so einem Fall wirklich eine Lösung gehabt. Aber ja... In diesem Fall hatte ich keine Möglichkeit und hatte zudem noch ein Pokémon weniger, weil nämlich das Spiel und das ist wirklich was mich jetzt so ärgert wie noch nie, das Spiel einfach zu blöd ist, wenn man einem ein Pokémon gibt, es einfach automatisch auf die Box zu senden. Da ist dieses Spiel schlicht und einfach unfähig für. Hört sich hart an, aber es ist einfach so und das ist tatsächlich jetzt im Nachhinein betrachtet unglaublich nervig. Wenigstens ist das Pokémon jedoch gut, was ich bekomme. Je nachdem, wie man es nimmt. Aber da ich schon in Fleetburg und in... Okay, da bin ich schon am Ende. Ne, dann gehe ich zurück. Da ich schon in Fleetburg und hier in der Eiseninsel ein Pokémon gefangen habe, muss ich dieses Pokémon auf irgendeiner anderen Route oder Stadt ausbrüten, wo ich noch kein Pokémon habe. Also entweder muss ich an einer Route auf ein Pokémon verzichten oder wie gesagt, ich muss es irgendwann anders ausbrüten. So, wo gehe ich jetzt am besten hin? Ich schau mal ganz kurz, was hier drin ist, weil das sieht mir sehr nach verstecktem Item aus. Jo. Und zwar eine Eisentafel. Ah, interessant. Die Kräfte der Tafel werden von allen Pokémon geteilt. Pokémon verstaut Pokémon. Ich werde über den Verlust von meinem geliebten Edelweiß nicht so schnell wegkommen. Von daher werde ich jetzt erstmal ein Massaker anrichten, um die Trauer einigermaßen zu verarbeiten. Geowatz, Erdbeben. Wobei ich natürlich wahrscheinlich jetzt erwarten muss, bis der seinen Angriff gemacht hat. Aber hey, er macht etwas. Ich werde mich überhaupt nicht darüber beschweren, dass er ausnahmsweise mal was macht. Anstatt wieder vor Ruckzuckhieb einzusetzen. Also von daher
No offense, Urs. Und auch wenn ich den Lucario oft umbringe, ja. Du weißt, du bist nur ein Blitzableiter. Ich bin eigentlich nicht auf dich wütend. Also von daher, versuch damit zu leben. So, es gibt hier noch zwei Trainerpärchen. Nämlich zum einen da oben zwei Kämpfer. Bin ich gerade in die Richtung. Und dann weiter unten noch Bauarbeiter und eben noch ein Item. Also, wir sind ja noch lange nicht fertig. Von daher, und jetzt muss ich mir wirklich überlegen, vielleicht überlege ich tatsächlich sogar, Lucario in mein Team zu tun. Er hat zwar viele Schwächen. Eine sehr ertragreiche Erzmine. Aha. Okay. Auch mal interessant zu wissen, dass das hier wohl früher eine Erzmine war. Auch Mist, ich hätte da hoch müssen. Ja, mache ich gleich. Ich mache diese Kämpfe aber einzeln, weil Doppelkämpfe haben wir wieder gemerkt. Doppelkämpfe sind der größte Mord, den man einem antun kann hier. Von daher, wobei. Das ist eigentlich etwas, wo ich jetzt nicht unbedingt mit Mucki mal kämpfen möchte, aber gut, ich habe ja Helium und bittererweise muss ich jetzt einen geheilten Edelweiß sehen und ich weiß genau, es ist nur eine Fassade. In Wirklichkeit ist Edelweiß komplett zerstört, liegt in seinem Grab, seine Blätter überall zerstreut, zerrupft, verwelkt und alle Welt stellt sich nur eine Frage. Warum? Und oh, Gedankengut. Das ist jetzt tatsächlich ein guter Move, Medicalis. Gedankengut gegen mich einzusetzen, gute Idee, muss ich wirklich sagen. Weil jetzt kann ich nämlich mit Donnerblitz nicht mehr so viel machen. Ich wollte eigentlich genau das verhindern. Ich wollte erstmal Psychokinese, um ihn nicht ganz so sehr abzuschwächen. Und dann mit Donnerblitz, weil ich dachte, dann setzt er vielleicht nicht Gedankengut ein. Aber ja, Medicalis hat mich gefilmt, wie ihr merkt. Wobei er wahrscheinlich gar keine Wahl hat, weil er nichts hat, was mich treffen könnte, vermute ich mal. In dem Fall, bitter, geh sterben. Und ich muss wieder Trauerscreen einfügen. Nein, ich muss immer so gut, den werdet ihr schon gesehen haben. Das ist klar. Doch, ich glaube wirklich tatsächlich, weil ich verrate es euch halt nach, dieses Pokémon, was es da unten gibt, ist ein Riolui. Und wie gesagt, dieses Spiel ist einfach unfähig, einem die Pokémon in seinem PC zu senden, aus Gründen, die ich nicht begreifen kann, wirklich nicht. Es ging in Rot und Blau, verdammt nochmal. Aber ja, und von daher werde ich es, werde ich schon versuchen, das so zu bewerkstelligen, dass ich dieses Ei in einer Stadt ausbrüte, wo ich noch kein Pokémon gefangen habe, zum Beispiel Jubelstadt. Einfach rauf und runter fahren, dann zählt dieses Pokémon für Jubelstadt und dann werde ich das ins Team nehmen, weil ich glaube, ein Kampf-Pokémon kann ich wirklich gut gebrauchen, hat Stahl natürlich den zweiten Typ, wobei der Stahl tut tatsächlich ihm gar nicht so viele Vorteile bringt, es gibt ihm noch eine Bodenschwäche, es gibt ihm eine Kampfschwäche und es gibt ihm eine Feuerschwäche, was lustig ist, weil eigentlich ist Stahl tatsächlich ein sehr, sehr mächtiger Typ, aber Kampf kann eben keine der Schwächen von Stahl wirklich ausgleichen, sodass Kampf im Prinzip noch einen Haufen Schwächen dazu bekommt. Gut, dafür keine Psychokinesis-Schwäche mehr und keine Flugschwäche mehr. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, das merkt ihr. Aber okay, ich bin jetzt auf Level 41 bei Geowatz. Ich glaube, das reicht erstmal für ihn. Von daher werde ich jetzt den EP-Teiler überreichen an Minella, damit sie hier noch ein wenig vom Training profitieren kann. Wo ist denn der? Ah, hier. Wie gesagt, damit sie noch ein bisschen vom Training profitieren kann. Da haben wir den. Genau. Erstmal das Item holen. Ich werde es in diesem Part wieder nicht ganz schaffen, aber doch größtenteils, vermute ich mal. Moment, war da oben was? Ich hoffe nicht. Nee. Alles klar. Weil, wie gesagt, da hinten befindet sich noch ein Item, noch ein Trainerpärchen, die ich beide natürlich herausfordern möchte. Aber mit Geowatz bin ich erstmal zufrieden. Ich glaube, das Level reicht so erstmal. Natürlich kämpfe ich trotzdem mit ihm, weil es hier einfach vorteilhaft ist, mit ihm zu kämpfen. Oh nein, bitte nicht Flucht gescheitert. Leute, tut mir das doch nicht an. Nur weil ich nicht Walzer auf ein Golbat einsetzen möchte, um zwei Runden zu warten, bis es stirbt. Ist es denn so schwer zu begreifen? Ernsthaft? Ich meine, ja.
sind die Sachen im Leben, die nicht sein müssen. Weil, ich meine, wenn ich schon flüchten möchte, dann möchte ich auch wirklich flüchten. Und so wie es im Moment aussieht, muss ich da immer Angst haben, dass ich verprügelt werde. Nur weil Geowatt zu langsam ist. Aber ich nehme an, das ist etwas, was ich nicht gerne kann. Bitte, bitte. Ich möchte einfach nur flüchten. Danke. Danke, ich meine, ich möchte keinen Schutz einsetzen, weil ich ja, wie gesagt, nach wie vor Erfahrung möchte, aber eben nicht von Golbats. Was aber nicht an den Golbats liegt. Ich meine, Golbats geben gute Erfahrung, sondern einfach an Walzer. Haben wir schon oft genug besprochen. Okay, allerdings, die Gesellen nehme ich mit. Wenn ich noch ein Level erreiche, habe ich 42, dann bin ich wirklich zufrieden. Ich werde zwar bis Steinkante nichts mehr Interessantes kriegen auf Level 49, aber trotzdem kann ich da wesentlich besser mit leben. Und auch ansonsten wird das Ganze natürlich für Minella sehr attraktiv, weil sie parallel Level aufsteigt. Wow, er hat es geschafft, einen Georok selbst wieder zu machen. Lucario, dafür bekommst du den großen Daumen hoch. Und darfst zeigen, dass du neben deiner guten Offensive auch defensiv einiges drauf hast, so diesen Erdbeben zu überleben. Du wirst es schaffen. Komm, ich glaube an dich, Lucario. Ich dachte, du würdest es irgendwann mal überleben. Irgendwann müssen die Zufallszahlen dir doch mal gnädig sein. Oder ist der Angriff einfach so stark, dass er überhaupt keine Chance hat? Ist eine Möglichkeit, das möchte ich jetzt gar nicht bezweifeln. Okay. Ich glaube, oder? Kommt drauf an, ob ich es da jetzt noch nach oben schaffe. Moment. Okay. Gut, dann werde ich vielleicht diesen Kampf noch bestreiten und danach den Part beenden. Kommt natürlich auch drauf an, wie lange der dauert. Weil da oben eben noch ein, wie gesagt, sich ein Item befindet. Und dann werde ich das nächste Mal definitiv hier rausfinden. Definitiv. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Oder ich besiege noch den zweiten und hole noch das Item. Das. Ich schaue einfach mal, wie lange der Kampf dauert. Ob ich da noch lustig bin und sage, YOLO, mach mal das noch oder nicht. Ich werde auf jeden Fall bald zurück, damit ich endlich meinen Roselia beerdigen kann. Was in Frieden ruhen möge. Er merkt so eine gewisse Depressivität, die von mir ausgeht seit seines Todes, oder? Hey, Stalos schwebt. Ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Onyx ist ja, soweit ich weiß, auf dem Boden, aber Stalos schwebt irgendwie. Stalos mit Bodenschwebe, oder wie? Nee, eigentlich müsste sich Stalos wie eine Schnecke auch am Boden kriechen, weil Stalos selbst Teil des Bodens ist im Prinzip. Es ist Stahl, was aus dem Boden kommt. Also von daher. Gut, was auch immer. Quentin ist besiegt und ja, ich mach den zweiten auch noch, komm. Nur kein Doppelkampf, wie gesagt. Da habe ich jetzt erstmal wieder für lange Zeit die Schnauze voll. Das hat mich wieder ausreichend zerstört, diese eine Erfahrung, die ich damit hatte. Okay, was hast du zu bieten? Ernsthaft, ein Kleinstein? Ich meine, mir kann es egal sein, weil Erdbeben so oder so immer aufgehalten wird. Das ist hier der einmalige Vorteil, den ich genieße. Aber trotzdem, ein Kleinstein, ich bringe hier seit drei Parts Georoks um. Und lasse sie zerstückelt zurück und du gibst mir einen Kleinstein? Ernsthaft? Wobei ich immer wieder merke, es war die richtige Zeit, vor dieser Generation auf nicht nur 20 Minuten umzustellen. Sondern im Prinzip auf 20 Minuten plus umzustellen. Das bedeutet, ich spiele einfach mal, also sobald ich 20 Minuten habe, schaue ich auf die Uhr und dann entscheide ich mal, wann ich so in etwas Schluss mache. Weil überlegt euch mal, ich meine, wie gesagt, ich mag diese Generation wirklich, vor allem Platin, aber sie ist halt doch wirklich tatsächlich langsam. Natürlich nichts ist so langsam wie Surfer, aber trotzdem merkt man schon eine große Langsamkeit hier. Und wenn ich sehe, wie lange ich hier selbst jetzt in den Höhlen hänge, mit 15 Minuten wäre ich hier niemals rausgekommen. Ich hätte eine Woche in diesen Höhlen verbracht. Also 7 Parts. Von daher, danke für diese Einsicht, die ich hatte. Einfach nur danke, weil das wäre ansonsten, das wäre einfach nicht tragbar gewesen. So, und diesen Part werde ich jetzt tatsächlich damit beenden, dass ich dort hochgehe und das Item hole. Und damit bedanke ich mich schon mal für euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part Pokémon Pearl Nuzlocke, meine lieben Freunde. Wir haben einen schlimmen Verlust erlebt.
informative Informationen erhalten. Ich danke euch für eure Partizipation. Hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn wir... Dieses Item hole ich allerdings noch. Wenn wir diese Höhle hier abschließen werden... Ich muss noch kurz nach dem versteckten Item schauen, aber das ist dann auch nicht mehr viel. Und dann unsere Belohnung entgegennehmen werden, die ich euch schon episch gespoilert habe, was mir leid tut. Aber nach diesem schlimmen Verlust war ich im Prinzip nicht mehr wirklich aufnahmefähig. Also, wie gesagt, dieser Kampf noch. Ich kling mich aus. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Thank you.